Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Ja, das wird die erste Folge zum DLC, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Ich hatte mir nach der letzten Folge so ein, zwei Wochen Pause gegönnt, also die ist schon ein paar Wochen her, dass ich die aufgenommen hatte. Und ja, ich weiß nicht, ob instant was getriggert wird, wenn ich ins Spiel rein starte. Deswegen dachte ich mal, ich mache mal die Unbot hier vom Startscreen aus und drück dann jetzt mal A. Ah, guck mal, gut, dass ich vom Startscreen aus gestartet habe. Wir werden nämlich angerufen. Hallo, Jim. Ja. Okay. Das freut mich. In die Kitakami-Provinz. Da freue ich mich. Ich werde da hingehen, keine Sorge. Also seit dem letzten Mal habe ich auch wieder ein bisschen was an Pokédex-Einträgen geholt. Also bevor ich jetzt zu der Akademie reise, kriege ich jetzt erstmal ein paar Pokédex-Einträge. Wie immer ist über mir ein Zeitstempel, wenn ihr die überspringen wollt, die Pokédex-Einträge. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach instant mit den Pokédex-Einträgen los. Und dann geht's mit dem DLC los. So, als allererstes habe ich Austoss für euch, das Muschel-Pokémon. Niemand weiß, wie Austoss ohne Schale aussieht. Wird es angegriffen, schießt es ununterbrochen mit seinen Stacheln. Als nächstes habe ich hier Patinaraya für euch, das Kupferpfand-Pokémon. Es ist sehr stolz und mürrisch. Exemplare mit leuchtend grüner Haut werden von ihren Artgenossen besonders stark respektiert. So, als nächstes Saplalek, das Stromfisch-Pokémon. Dieses Pokémon besitzt einen großen Appetit. Hat es seine Beute erspäht, lebt es in sie mit Elektrizität und verspeist sie anschließend. Und hier direkt die Entwicklung von Saplalek. Xaplarang, das Stromfisch-Pokémon. Es hakt sich mit seinem Maul, das als Saugnapf funktioniert, an seiner Beute fest und verpasst sie mit seinen Fangzähnen starke Stromschläge. So, als nächstes ist Drim für euch dran. Viel Spaß! Ja, wie immer lege ich zuerst los. Hier ist als erster Scharfwachs, das Ballkiefer-Pokémon. Mit seinen dicken Stoßzähnen zerteilt ist seine Beute säuberlich. Ein Teil frisst es sofort, den Rest hebt es sich für später auf. Und hier haben wir direkt die Entwicklung von Scharfwachs, nämlich Maxax, das Ballkiefer-Pokémon. Die Stoßzähne, mit denen es Feinde überwältigt, sind so scharf, dass die Hochspannungsmasten mit einem Streich zerteilen. Sie sind sein ganzer Stolz. So Leute, die nächsten zwei Pokémon sind Paradox-Pokémon. Hier haben wir nämlich zuerst Eisenhals. Womöglich handelt es sich bei diesem Pokémon um ein Objekt namens Eisenhals, das in einer alten Schrift beschrieben wurde. So und zu guter Letzt Eisenrad. In den letzten Jahren gab es Sichtungen dieses Pokémon. Ein alter Expeditionsbericht erwähnt ein mysteriöses Objekt, dem es ähnelt. So, Noah, du bist dran. Leg da mal los. Doch, wie süß darf ich das behalten? Das ist Zorua, das Lausefuchs-Pokémon. Es schützt sich vor Gefahren, indem es seine wahre Gestalt geheim hält und sich in Menschen oder andere Pokémon verwandelt. Als nächstes Granforgita, das Hammer-Pokémon. Granforgita schwingt den über 100 Kilogramm schweren Hammer mühelos umher. Es schleppt alles mit sich nach Hause, was ihm gefällt. Das hier ist Brimano, das Ruhe-Pokémon. Entdeckt es jemanden, der starke Emotionen aussendet, bringt es ihn sofort zum Schweigen, indem es ihn mit den Zöpfen bewusstlos schlägt. Und als letztes Florges, das Garten-Pokémon. Da blauer Farbstoff einst äußerst kostbar war, sind Gemälde, die Florges von dieser Farbe darstellen, sehr wertvoll. Na dann Shining, ich wünsche dir viel Spaß in der neuen Region. Ja Leute, das waren die Pokédex-Einträge für heute. Ich kann noch hier was abholen. Ich kriege einen Schwerball, ein paar Bonbons, einen Mondball. Ah, wir sind bei 345, also mir fehlen nur noch 45 Pokémon. Ich denke mal, wir kriegen entweder diesen DLC eventuell noch, weil Kai hat mir so ein bisschen gesagt, dass das DLC ein bisschen länger ist. Oder eventuell beim nächsten DLC, was noch rauskommen soll, eventuell den Pokédex voll.
Im Übrigen, nachdem dieses DC rum ist, wird es noch ein paar Special-Folgen geben, wo ich und Kai gegeneinander kämpfen werden. Und wir haben da ein paar Spezialkämpfe vorbereitet. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Aber jetzt darf ich erstmal zur Akademie fliegen. Wir sehen uns dort. So, mit dir muss ich wahrscheinlich reden. Ich habe mich mal kurz aus dem Bild gepackt. Ja, ich bin es. Wer bin ich? Ah, ich bin Shining. Ja. Naja. Du hast auf jeden Fall interessante Augen. Ach, mein Lieblingslehrer, der immer Ärger kriegt. Ja, das habe ich gehört. Wir gehen zur Blaubeerakademie, Trauben sind besser. In die Einallregion. Wir gehen in eine der früheren Regionen zurück. Cool. Nehmen Sie aber einen Bodyguard mit. Oh, da werde ich Freude haben. Oh, mein Pokédex wird aktualisiert. Wie viele Pokédex-Verträge kann ich jetzt haben? Okay. Ich werde dort wahrscheinlich dann auch noch weiter Pokédex-Einträge sammeln müssen. Ich dachte, meine Mutter hätte was dagegen. Ja, stimmt schon irgendwo. Ich bin schon bereit. Wir können direkt losfliegen. Ja, ich schaue mich gerade nur noch mal kurz um. Ja. Ein Pokémon wie eine Scheibe. Als ich mich allein wiederfand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebte. Seine Hülle bestand aus zahllosen geschichteten Sechsecken. Die Helle funkelten als Edelstein. In seiner Gestalt glich dieses Etwas eine Scheibe. Ich gebe diesem Wesen vorläufig den Namen Therapagos. Wenn ich mich nicht täusche, könnte es sich bei der Substanz seines Körpers um die Ursache dafür handeln, dass Pokémon kristallisieren und leuchten. Das ist das spezielle Pokémon, was es dieses DC auch gibt. Eventuell kann ich es fangen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen zu fangen.
wenn ich kann. Ich kann da rein. Ich habe da auch alle Eisen-Pokémon bisher gesammelt. Schade, keiner von meinen besten Freunden oder von meinem Fanclub. Find's schön, wie da unten mein anderes Symbol gerade war. Diesen Schatz werden wir uns holen. Es wird noch ein zweites DSC geben, das kommt aber wesentlich später. Also das ist bisher noch nicht veröffentlicht. Werde ich aber natürlich auch aufnehmen, sobald es da ist. Ich glaube ja. Oh, Janmas. Midoriya? My Hero Academia? Klar. Okay, nach Midoriya. Ah, guck mal, hier habe ich jetzt den Kitakami-Pokédex. Ich frage mich, wie viele Pokédex-Einträge der Bereich hier hat. Ich habe natürlich noch nicht alle Pokédex-Einträge von der vorherigen Region, aber ich glaube, mehr als die Hälfte davon wird von dort bestehen. Also ich glaube nicht, dass wir hier so viele neue Einträge bekommen. Oh, ich darf Mirai doch nicht rausholen. Ich darf doch bestimmt die TM da einsammeln. Warte mal, Karte? Wenn du innerhalb der Karten-App die L-Taste oder R-Taste drückst, kannst du zu einer anderen Karte wechseln. Orte mit einem Flügelsymbol kannst du mit per Flugzeug ja, das kennen wir schon. Okay, die Region hier scheint schon recht groß zu sein. Aber wahrscheinlich nicht mal halb so groß wie Paldea. Guck mal, hier sind auch Magnaliens. Und auch das gute alte Käfer-Pokémon. Das wurde zu einem richtig schönen Käfer. Weberak ist auch hier. Die habe ich nirgendwo vorher auf der Karte gesehen. Boah, ich werde mich auf jeden Fall mal umschauen, sobald ich darf. Ich würde dann gerne auch einmal an einen Terra-Inkristall gehen und gucken. Vielleicht sehe ich da ja ein komplett neues Pokémon. Ich habe mich nicht so sehr informiert, was hier jetzt alles neu ist. Ich wollte so gut es geht überrascht werden. Es wäre auch schön, wenn mich keiner spoilern würde, was hier so passiert. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Kapaloris. Ich könnte mit den Trainern nachgucken, wie stark die Gegner hier sind. Natürlich auch über dieses normale Felino. Level 57 ungefähr. Die Kampfmusik ist auf jeden Fall auch schön. Und das sind tolle Reisfelder. Boah, hier werden wir uns auf jeden Fall einmal umschauen.
Ich denke mal, mit dem zweiten DLC wird auch noch mal irgendein Pokédex dazukommen. Vielleicht der nationale, wo wirklich alle Pokémon dann vertreten sind. Bei Mewtwo beispielsweise, bei der Terra-Raid-Folge, der hatte keinen Eintrag. Vielleicht kommt das ja erst mit dem nationalen. Hallo. Wir wurden erwartet. Da kommt eine Schönheit auf uns zugelaufen. Ja. Wartet. Yo. Ich will auch. Wir haben eine zweite Nemia. Nemila. Verdammt. Noch eine Kampfversessene. Ihr würdet euch super verstehen. Und Magnalien. Sowas werden wir hier treffen. Ich hatte übrigens nicht gemeint, gerade eben, dass da hinten ein Pfiffchen sitzt. Ich sag nur, hier gibt es Pfiffchens und Magnaliens. Bisschen Unlicht-Pokémon. Ich mache einfach Loderlied. Ich bin sowieso zu OP für die Ebene hier. Wo genau denkt das Spiel, an welchem Punkt der Story ist man, wenn man hier loslegt? Genau nach der Pokémon-Liga? Mordscha? Oh, dich kenne ich nicht. Also, ich habe dich einmal über einen Zaubertausch erhalten, aber das waren ja japanisches Pokémon. Ich habe einmal das gemacht, weil ich auch so ein Pokémon von Karmesin haben wollte. Da habe ich dann einfach Carpados verschickt. Dann sollte ich zu dir doch eigentlich auch einen Eintrag haben. Ich mache einfach einen Donnerzahn. Es könnte sein, dass sie eine Terra-Kristallisierung macht. Nee, macht sie nicht. Oh, es lebt noch. Guck mal, der Bruder feuert an. Ach, Feuerfänger. Ich hatte die Hoffnung, dass du die Fähigkeit nicht hast. Ich weiß, dass Vulpixe die haben können. Ich habe sie besiegt. Ich bin ein Champ. Ich habe gerade im Hintergrund gesehen, die Pokémon Center, die sehen ja auch anders aus. Eventuell, indem du nicht nur Erstentwicklungen gegen mich benutzt. Gerade so, ich habe jedes deiner Pokémon fast gewonnen. Nur Vulpix hat eine Attacke überlebt. Ihr habt mich herausfordert, zu meiner Entschuldigung.
Ja, die waren nett. Ist doch alles gut. Das Gebäude hinter dir, ne? Ciao. Das Pokémon Center hier ist auf jeden Fall anders und auch die Krankenschwester sieht ein bisschen anders aus. Irgendwie sieht es nicht so aus, als ob du Spaß an deinem Job hast. Wie neue TMs verfügbar? Erlernbare TMs? Erlernbar. Ah! Beispielsweise für Grelekrok, Skelekrok sehe ich jetzt die Attacken, die es erlernen kann. Okay, das ist praktisch, wenn man das filtern kann. Das ist wirklich sehr praktisch. Da muss ich die nicht immer raussuchen. Okay, das ist geil. Und was sind jetzt hier neue TMs? Ich gehe da mal jetzt noch nicht rein. Ich würde mich hier gerne einmal in der Stadt noch eben kurz einmal umschauen. Die Rettung kann ich wahrscheinlich so oder so immer noch nicht rufen. Ich würde zum Beispiel gerne auch hier die Läden einmal abklappern. Ich würde gerne sehen, was die hier so verkaufen. Guck mal, hier kriege ich nämlich zum Beispiel meine Bälle her. Oh, ich kriege hier sogar Möglichkeiten für Brötchen. Was kriege ich hier an Kleidung? Einfach mal kurz gucken. Socken, okay. Socken interessieren einen ja nicht, die Bohne. Da war ein Quieke. Das heißt, wir kriegen hier auch Keifel und Mammute. Mammute war so ein geiles Eis-Pokémon. Wie gesagt, ich schaue mich hier erstmal um. Die Stadt ein bisschen angucken. Ich glaube, ich darf mir auch hier richtig Kleidung von hier gönnen, weil die Kleidung von hier sieht wesentlich geiler aus als alles, was ich in Paideia bekomme. Ist übrigens schön, dass ich in die Häuser nicht rein kann, ne? Das ist eine schöne Carpador-Statue. Aber irgendwie gibt es in der Stadt so gut wie gar nichts. Na gut, das ist so eine kleine Vorstadt, ne? Eventuell die richtige Stadt, die sehen wir noch. Hallo. Gibt es Pokémon, die ineinander verknallt sind? Oh nein, eine Pose, die ich niemals nutzen werde. Okay, ansonsten scheint hier nichts zu sein. Da vorne sehe ich noch eine TM rumliegen. Was
zur Amnesie. Okay, Leute, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ein bisschen haben wir uns ja jetzt hier schon umgeschaut. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!